Um im Kampf gegen das Coronavirus gemeinsam vorzugehen, haben sich die Gesundheitsminister der Nachbarstaaten Italiens in Rom getroffen. Sie haben beschlossen, die Grenzen offen zu halten. In Italien sind mittlerweile 11 Menschen an der Viruserkrankung gestorben. Italiens Gesundheitsminister erklärte: Der Punkt, der mir am relevantesten erscheint, ist die Offenhaltung aller Grenzen. Die Schließung der Grenzen wäre eine unangemessene, unverhältnismäßige und falsche Maßnahme. Und es besteht die Verpflichtung, das Aufrechterhalten von großen kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen auf europäischem Niveau in diesen Ländern von Fall zu Fall zu prüfen. So wollen die französischen Behörden das Champions League-Spiel zwischen Olympique Lyon und Juventus Turin an diesem Mittwoch stattfinden lassen. 3000 Fans aus Norditalien wurden erwartet. Das Stadion ist ausverkauft. Es gibt keine medizinischen oder wissenschaftlichen Argumente, solche Ereignisse abzusagen. Das Virus breitet sich in Frankreich derzeit nicht aus und in Italien sind die Fälle eingedämmt. Tatsächlich breitet sich das Coronavirus in Europa schon weiter aus. So sitzen etwa 1000 Gäste in einem Hotel auf Teneriffa fest, nachdem dort ein Arzt aus Norditalien positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Aus Österreich, der Schweiz und Kroatien werden erste Fälle gemeldet. Zudem wurde ein Hotel in Innsbruck abgeriegelt. Dort arbeitete eine am Coronavirus erkrankte Italienerin.